So, ich würde sagen, wir fangen mal so richtig pünktlich an, weil wir haben einiges vor uns. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar Datenfehler per Klick aufdecken, neue Bereinigungsprozesse nahtlos ableiten, wie innovative Data Profiling Software und eine Data Quality Lösung gemeinsam zu perfekten Daten und unternehmerischen Vorteilen führt. Ein unglaublich umfangreicher Titel, aber wir haben auch ein unglaublich umfangreiches Thema heute, zu dem ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf, den Andreas Brüggenthies von der InfoZoom, dem Teamleiter Vertrieb, ist er da, und der heute den Anfang machen wird für unser Webinar. Und außerdem darf ich ganz herzlich begrüßen den Thorsten Etter von unserer Omicron Data Solutions, den Leiter Professional Services. Und jetzt darfst du gerne zur Agenda rüber wechseln. Dankeschön. Genau, hier sehen Sie kurz unsere Agenda, wie es heute ablaufen wird. Wie gesagt, der Andreas wird kurz anfangen. Der wird so ein bisschen was dazu sagen, wie wir überhaupt zusammenkommen von InfoZoom und von Omicron und dann auch ein bisschen näher auch eingehen auf die InfoZoom-Lösung, inklusive einer ausführlichen Demo. Und der Thorsten Etter wird dann ebenfalls von der Omicron-Seite, von der Data Quality Server-Seite was sagen zu dem Thema und ebenfalls auch eine kleine Demo Ihnen geben zu der Zusammenarbeit zwischen beiden. Und bevor es jetzt aber losgeht, ganz kurz ein paar kleine organisatorische Sachen noch. Erstmal hätte ich vielleicht ganz am Anfang machen sollen, würde ich Sie bitten, mir ein kurzes Handzeichen zu geben über die Handzeichenfunktion, damit ich weiß, dass Sie mich überhaupt hören. Das wäre ganz nett. Und ich sehe schon, die ersten ploppen schon auf. Sehr schön. Wunderbar. Alles gut. Das heißt, zumindest die meisten scheinen mich zu hören. Das ist ja schon mal eine gute Quote. Und das Zweite ist das Thema Fragen. Sie haben jederzeit während dem Webinar die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Fragenfunktion. Die werden gesammelt und wenn wir dazu kommen, wenn wir die Zeit noch übrig haben, dann werden wir am Ende des Webinars auf ein paar von den Fragen eingehen. Es werden allerdings auch alle Fragen gesammelt und dann im Zweifelsfall auch einfach im Nachgang dann noch beantwortet. Sie bekommen von uns dann auch nach dem Webinar so ein kleines Infopaket. Da ist dann auch die Aufzeichnung mit dabei vom Webinar. Und es wird eben auch eventuell auf noch Fragen eingegangen. Und natürlich haben Sie jederzeit auch die Möglichkeit, dann mit den jeweiligen Speakern auch da noch in Kontakt zu treten. Die Kontaktdaten gibt es dann am Schluss auf der letzten Folie. So, das ist jetzt erstmal von meiner Seite alles. Und ich übergebe jetzt direkt mal das Wort an den Andreas Brüggenthies, der jetzt einfach mal ins Thema einsteigt und erstmal ein bisschen was dazu erzählt, wie wir überhaupt zusammenkommen von Omicron und von InfoZoom. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß und wir hören uns dann später. Ja, guten Morgen aus Bonn. Mein Name ist Andreas Brückenthies, bin für die Firma Human IT tätig und hier für den Vertrieb verantwortlich. Das Webinar teilt sich im Prinzip in zwei Teile. Ich werde im ersten Teil unsere Lösung InfoZoom und ICTQ vorstellen und im zweiten Teil wird die Firma Omicron zeigen, wie sie unseren Part quasi in ihren Part übernimmt. Das heißt, wir konzentrieren uns im ersten Part auf die Vergangenheit der Daten und im zweiten Part zeigen wir dann, wie wir unsere Ergebnisse zu Omicron bringen, sodass Omicron dann die Zukunft optimiert ausrichten kann. Ja, wir haben hier zusammengefunden, wir haben im Rahmen eines Projektes zusammengefunden, wo der Interessent oder dann Kunde gesagt hat, beide Lösungen möchten wir gerne zusammenbringen, weil den Mehrwert, den wir an der Stelle bringen, den gibt es in der Form so nicht und ist eine optimale Ergänzung zur Omicron-Lösung. Und Omicron bringt eben sehr viel mit und eine optimale Umgebung, um eben in die Zukunft datenoptimiert auszurichten. Und so haben wir zusammengefunden. Und jetzt haben wir ein sehr schönes Gesamtpaket, was wir heute vorstellen wollen. In meinem Teil werde ich, wie gesagt, unsere Lösung vorstellen. Wir konzentrieren uns auf die Vergangenheit. Sie werden sehen, wie einfach und schnell man Daten transparent machen kann, um zu sehen, was habe ich denn für einen Ist-Zustand. Komme ich aber dann im Laufe jetzt der Vorstellung zu. Wir bereiten sozusagen die Regeln vor, die Omicron dann in die Zukunft, also quasi übernimmt und dann die entsprechenden Prozesse optimiert für die Zukunft ausrichtet. Das heißt, wir kümmern uns um die Daten und Omicron dann kümmert sich dann um die Prozesse in der Zukunft. Wie das funktioniert, werde ich dann jetzt
zeigen. Das, was Sie sehen, an der Stelle noch ganz kurz. Ich werde Ihnen zeigen, wie einfach es geht, Data Profiling durchzuführen. Das werden Sie in keiner Form nochmal finden. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Die Software ist erfunden worden in einem Forschungsprojekt 1996. Und da ging es darum, wie schaffe ich es, einen Anwender, der keine, also der quasi kein Know-how hat, was IT, Datenbanken, Abfragesprachen hat, wie schaffe ich es, den in wenigen Minuten die Lage zu versetzen, Daten aus einer beliebigen Datenbank zu importieren, diese so transparent darzustellen, dass er sofort versteht, was in dieser Datenbank drinsteckt, das Ganze so einfach interaktiv zu machen, dass ich kein SQL können muss, um beliebige Fragen sofort beantworten zu können. Das heißt, wir versetzen die Anwender in die Lage, unmittelbar mit einer beliebigen Fragestellung genau die Daten rauszufiltern, die ich brauche und sofort auch überprüfen zu können, gibt die Datenqualität eigentlich valide Ergebnisse. Also habe ich eine Datenqualität, die auch in der Auswertung zu validen Ergebnissen führt. Und das werde ich gleich zeigen. Also wir sind da auch nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen BI-Lösung. Und das, was Sie jetzt eben gleich sehen werden, ist einzigartig und auch von der Effizienz her einzigartig. Also das können Sie mit keiner BI-Lösung in der Form lösen. Dazu noch, es gibt eine Teststellung. Sie können das Ganze testen, was Sie heute sehen, auf unserer Seite. Und dazu gibt es noch einen YouTube-Kanal. Wenn Sie dort Infosum eingeben als Suchbegriff, dann können Sie bei uns auf den Kanal, da gibt es noch ganz viele Videos, wo man sich im Detail im Thema Datenqualität und in anderen Themen noch was anschauen kann. Ich zeige jetzt mal kurz noch ein paar Folien, dann komme ich schon in die Live-Präsentation. Ja, ganz kurz zu uns. Die Human IT, wir sind 20 Mitarbeiter, sind eine Tochter der ProAlpha, ein ERP-Hersteller, der uns Anfang 2000 in die ERP-Lösung integriert hat. Wir sind aber nicht nur bei der ProAlpha Bestandskunden unterwegs, sondern unser Hauptgeschäft liegt außerhalb. Wir sind eigentlich heute nahezu allen Branchen unterwegs. Und das Besondere ist eben, dass wir auch ClickSense anbieten. Das heißt, wir sind indirekt auch Click-Partner durch die ProAlpha. Und das spiegelt auch schon wieder, dass wir in den Unternehmen in erster Linie die vorhandenen Systeme ergänzen. Das heißt, wir ersetzen im Prinzip nichts, sondern wir ergänzen mit einem Mehrwert, den Sie in der Form nicht nochmal finden. Wir haben heute über 100.000 Kunden. Wir sind in 40 Ländern und sind performant. Das heißt, wir haben Kunden, die bis in den dreistelligen Millionenbereich auswerten. Ja, worum kümmern wir uns mit unseren Lösungen? Zum einen um das Thema Datenfundament. Datenqualität ist für uns heute sehr strategisch geworden, weil es eben an der Stelle, dieser Einstieg ins Data Profiling ist oft nicht so einfach, sehr aufwendig. Und da haben wir eben eine Lösung, die alternativlos ist, wenn es darum geht, die Erstlage von Daten zu eruieren. Und von daher machen wir sehr viel, das ist eigentlich mittlerweile Tagesgeschäft, Thema Datenqualität, und helfen mit, dieses Datenfundament im Unternehmen schnell zu verstehen und in die Zukunft optimiert auszurichten. Und das ist ja dann im Prinzip der Teil der Firma Omicron. Zum Zweiten kümmern wir uns um das Thema situatives Reporting. Das heißt, wenn Sie oft Auswertesituationen haben und die können nicht schnell gelöst werden über das Standardreporting im Unternehmen, dann weicht man immer zu Drittprodukten aus, meistens Excel oder Access oder vielleicht noch SQL oder anderen Produkten, um diese spontan entstandene Auswertesituation zu lösen. Und oft ist es dann so, dass es dann doch aufwendig ist, zum Ergebnis zu kommen. Und da können wir helfen. Mit unserer Lösung ist es eben sehr, sehr schnell, einfach und effizient möglich. Weil der Anspruch der Auswertersituation in dem Forschungsprojekt war eben auch, es taucht eine beliebige Fragestellung auf und man hat ein kleines Zeitfenster. Also man hat jetzt nur 5 Minuten Zeit, 10 Minuten Zeit, halbe Stunde Zeit, um die entsprechenden Antworten zu geben. Und das ist halt oft gar nicht so einfach, wenn solche Fragestellungen aufkommen, dann tatsächlich in dem gegebenen Zeitfenster zu antworten. Und das können wir. Deswegen ist unsere Zielgruppe in den Unternehmen alle, die mit diesen Drittprodukten erstmal arbeiten müssen. Also wenn ich einen Bereich habe, wo sehr oft das Standardsystem die Auswertesituation nicht löst und ich immer wieder raus muss zu diesen Tools, wie genannt, Excel, Access, SQL oder anderen, dann macht es durchaus Sinn, sich das anzuschauen, was Sie heute sehen. Wir können versprechen, wir können beliebige Datenquellen so darstellen, dass Sie sofort verstehen, was da drin ist. Sie können die Daten sofort prüfen und filtern.
Wir können sie auch korrigieren, wenn wir gleich sehen. Das heißt, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, ad hoc auszuwerten. Wir geben diese Möglichkeit. Ja, wenn Sie in ein Datenqualitätsprojekt einsteigen, ist natürlich der erste Schritt der wichtigste. Das heißt, ich muss mir ja erstmal ein Bild machen der Daten, worüber reden wir, damit ich überhaupt einschätzen kann, was kommt auf uns zu in diesem Datenqualitätsprojekt. Und ich muss alle Beteiligten, die es angeht, das kann ja die Fachabteilung sein, die IT-Entscheider, die die Investition quasi entscheiden müssen, freigeben müssen und vielleicht noch ein externer Dienstleister. Diese müssen ja sehr schnell Konsens haben, wie sieht unsere Datenlage aus, um dann strategisch sofort kommunizieren und besprechen zu können, was müssen wir tun, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wo müssen wir dringend ran, wie sieht die Situation aus. Ich kann den Aufwand schon abschätzen, ich kann erklären, was wir tun müssen, alle verstehen es und damit ist die Investition abgesichert. Es ist schnell klar, wie vielleicht nicht, es ist schnell klar, wie die Themen vielleicht organisiert werden müssen. Und von daher gibt diese Phase, und da helfen wir mit InfoZoom, tatsächliche Sicherheit und Vertrauen aufzubauen, wie geht's weiter. Und wie das funktioniert, werden wir ja gleich sehen. Und unser USP der Lösung InfoZoom ist im Prinzip der, dass wir vier Dinge mitbringen, nämlich wir stellen Daten übersichtlich dar und plakativ. Ich verstehe sofort, was in dieser Datenbank vorkommt. Also ich kann sofort ein Bauchgefühl entwickeln, im ersten Moment schon mal, was inhaltlich in dieser Datenbank drinsteht. Ich kann drüber sprechen, das geht im Prinzip nicht mit Excel, das geht nicht mit Access irgendeiner Datenbank. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Kommunikationshilfe, um Fachabteilungen mit ins Boot zu nehmen, wie besprochen, alle anderen Teilnehmer auch, und zwar unmittelbar. Und ich schaffe es eben, sofort Konsens zu schaffen. Wir haben alle das gleiche Verständnis von den Daten, die wir in der Datenbank haben. Und das und der Punkt Brainstorming, das ist dann diese Einfachheit, sich in diesen Daten zu bewegen, führt einfach dazu, dass wir es erlauben, Brainstorming durchzuführen. Es kann eine beliebige Fragestellung sofort beantwortet werden. Das heißt, ich kann sofort in den Teilausschnitt reinfiltern, der jetzt gerade interessant ist, um mich sofort wieder mit den anderen auszutauschen. Und wie das Ganze funktioniert, werden wir jetzt sehen. Wir sehen, ich werde jetzt mehrere Beispiele zeigen und an der Stelle sehen wir jetzt erstmal hier eine Excel-Tabelle mit Daten von Fahrzeugen. Das sind Stammdaten von Fahrzeugen und die Herausforderung, die wir damals schon gesehen haben, ist einfach die, eine Liste, die meistens entsteht in so einer Ad-Hoc-Situation, bringt ein paar Dinge mit. Ich muss hier nämlich scrollen und was ich hier an der Stelle überhaupt nicht habe, ist ein Gefühl für diese gesamte Datenbank, was steckt hier eigentlich drin? Das heißt, wo fehlt was, Werteverteilung etc. Natürlich kann ich hier mit den Filtermechanismen von Excel arbeiten, aber ein Gesamtbild zu bekommen, ist schwierig bis unmöglich. Und diese Herausforderung von Listen, da ist eine Idee damals entstanden in dem Forschungsprojekt und so kamen wir zu dem Alleinstellungsmerkmal, was Sie gleich sehen werden, was keiner in der, also keine andere Lösung weltweit so umgesetzt hat, um Daten entsprechend plakativ darzustellen zu können. Deswegen, ich gehe jetzt hier aus Excel raus und im Prinzip kann ich Ihnen noch mal ein bisschen plakativ machen, was die Situation ist, warum wir diese Lösung erfunden haben. Und ich mache das so plakativ, dass Sie sich mal kurz vorstellen können, die bekommen von mir diese Tabelle. Da können jetzt 50.000, 100.000, 200.000 Datensätze drin sein. Es kann aber auch eine Access-Datenbank sein mit 2 Millionen Datensätzen. Und wir mussten eben folgende Situation auflösen können. Sie kriegen von mir jetzt nicht nur die Tabelle oder die Daten, sondern ich komme auch mit ein paar Fragen um die Ecke. Und zwar hätte ich gerne 10 Minuten beantwortet. Bei wie vielen Fahrzeugen fehlen Einträge in den Feldern Grundpreis und Gesamtverbrauch? In welchen Feldern wurde mindestens ein Eintrag nicht vorgenommen? Also das Thema Datenqualität. Und dann eben weitere Fragestellungen bis hin zu einer Kennzahl. Wie hoch ist der Durchschnittspreis und der Durchschnittsverbrauch der Fahrzeuge pro Hersteller? Und das bitte in 10 Minuten. Das fällt vielen schwer. Und dafür haben wir diese Lösung entwickelt, damit ich genau eine solche Auswertesituation umgehend bedienen kann. Ja, ich gehe jetzt aus der Excel-Tabelle raus nach InfoZoom
Und in InfoZoom sehen Sie vom Aufbau her, hier oben gibt es drei Ansichten auf die Daten. Wir sind aktuell in der Ansicht Tabelle, das ist eine tabellarische Darstellung, wie wir das eben in Excel schon gesehen haben. Hier oben bekommen Sie immer eine Information, wie viele Datensätze Sie importiert haben. Das ist ein kleiner Datenbestand mit 4.505 Datensätzen. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt die Überschrift, die wir in Excel oben gesehen haben, die Überschriften, und hier Daten werden bei uns in Spalten dargestellt. Auch hier muss ich scrollen. Auch hier habe ich überhaupt kein Gefühl für die Daten. Wie sehen diese 4.505 Datensätze jetzt inhaltlich gesamt aus? Das heißt, gegenüber der Excel-Tabelle hat sich nichts geändert, außer dass wir die Tabelle gekippt haben. Wenn Sie eine Datenbank importieren, haben Sie eben die Feldnamen dann hier auf der linken. Das heißt, die Tabelle ist nur gekippt. Alle Herausforderungen sind nach wie vor vorhanden. Das war aber nicht die Rieseninnovation und Idee des Forschungsprojektes, eine Tabelle zu kippen, sondern das ist jetzt die Voraussetzung für unser Alleinstellungsmerkmal. Damit ich Ihnen, mit Ihnen jetzt gleich sehr schnell über diese Daten sprechen kann, gehe ich in diese Übersicht. Und was hier passiert, die komplette Datenbank wird gleich auf einen Bildschirm verdichtet dargestellt. Das heißt, das horizontale Scrollen entfällt und alle 4.505 Datensätze werden auf einen Bildschirm gezogen. Jede Zeile wird hier Werte verteilt und sortiert gleich angezeigt. Also, ich gehe in die Übersicht. Und nun hat man die komplette Datenbank erstmal vor sich. Das horizontale Scrollen ist entfallen. Was sieht man? Muss man erstmal so ein bisschen wirken lassen. Man sieht zum Beispiel im Feld Motorart, es gibt Benziner und es gibt Diesel. Und die Tatsache, dass wir jetzt hier 100% jeder Zeile inhaltlich dargestellt haben, verteilt, kann ich hier sofort eine Aussage treffen, nämlich wir haben deutlich mehr Benziner als Diesel, weil die Zellbreite eine Aussage über die Anzahl, die Zellbreite macht eine Aussage über die Häufigkeit, wie oft Benziner jetzt hier vorkommen. Ich kann mir schnell so eine Verteilung auch anschauen, indem ich hier auf Diagramm drücke. Und hier sieht man sofort Verteilung 70 zu 30. Hier sieht man wenig Automatik, viel Schaltung. Im Aufbau kann man schon mal erkennen, es gibt ganz viele Kombi, Schrägheck, Stufenheck, aber zum Beispiel die Pickup-Cars hier zu sehen, die sind nicht so häufig vorhanden, deswegen wird der komplette Eintrag nicht mehr gezeigt. Ich habe aber immer die Möglichkeit, in die Werteliste sofort reinzuschauen. Diese kann man sich dann hier rechts zum Beispiel positionieren. Und man sieht jetzt hier inhaltlich im Aufbau, was in diesem Feld vorkommt und in welcher Häufigkeit dieser Eintrag, also wie viele Datensätze sich hinter diesem Eintrag verbergen. Also hier sieht man schon mal das Fragezeichen, kommt im Feld Aufbau vor. Das heißt, hier haben wir schon eine Konstellation. Und damit ist auch eins klar, hier werden 14 Aufbauten angezeigt. Ich kann aber gerade gar keine Aussage treffen, sind es 14 Aufbauten, weil es können entweder 13 oder 14 sein. Ich muss jetzt erstens klären, was steckt hinter diesem Eintrag. Und entweder kann ich diesen 13 zuordnen oder es ist tatsächlich ein Exot. Und erst dann kann ich die Frage, wie viele Aufbauten haben wir denn, beantworten. Ich kann Texte, bei Texten ist es so, dass sie erstmal auf den Anfangsbuchstaben reduziert werden mit A Punkt Punkt. Auch hier kann ich natürlich sehr schnell mal die Werteliste aufmachen und sehe, wir haben 48 Hersteller. Ich kann das Ganze hier nach der Anzahl sortieren, also die drei häufigsten, die drei Hersteller mit den meisten Fahrzeugen sind jetzt hier VW, Opel, Mercedes, oder ich kann das wieder nach dem Wert sortieren. Bei Zahlen ist es so, dass wir bei Zahlen- und Datumsformaten stellen wir die Zahlen ganz dar oder gar nicht, weil eine Zahl abzukürzen ist keine Information. 75 Punkt Punkt, da weiß ich ja nicht, ist es 750, 7500 oder 75.000. Von daher Zahlen immer ganz oder gar nicht. Und im Hintergrund wird dann, weil wir hier einen Wertebereich haben, wir haben ja noch viel mehr, also wir haben ja verschiedenste PS-Zahlen und im Hintergrund wird deswegen eine Kurve gezeichnet, kleinster PS-Wert zum größten PS-Wert als Kurve, damit ich weiß, als Anwender, ich habe einen Range von Werten. Also ich habe einen Wertebereich, der im Hintergrund entsprechend dargestellt wird. Wenn ich hier mal in den Bereich Sicherheit und Zubehör reinschaue, dann sieht man hier noch Striche, und zwar sehr deutlich. Striche bedeutet, da fehlt was. Das heißt, hier bekomme ich sofort einen Eindruck, hier habe ich, oder ich sehe Füllungsgrade. Also hier kann ich schon mal erkennen, hier fehlen einige Daten, geschätzt ungefähr
20% aus der Visualisierung. Auch hier kann ich mir schnell mal ein Diagramm erstellen und dann kann ich hier sehen, 25% der Einträge fehlen. Also hier fehlt was, 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 etc. Ich kann auch dazu schnell mal die Werteliste öffnen und dann sieht man hier, also 1158 Mal wurde nichts eingetragen. Dann sieht man aber sehr schnell, da kommt noch sowas vor wie K.A. oder Fragezeichen. Wir haben auch eine Funktion eingebaut beim erstmaligen Einlesen einer Datenbank. Habe ich die Möglichkeit, alle vollständig gefüllten Attribute erstmal auszublenden. Und damit reduzieren wir erstmal auf die Felder, wo mindestens ein Wert fehlt. Das ist sehr hilfreich, zum Beispiel im ersten Moment, wenn ich eine Datenbank mit 600, 200, 300 Feldern eingelesen habe, dass ich erstmal alle sehen will, wo mindestens ein Wert fehlt. Weil das kann ja durchaus sein, zum Beispiel im ERP-System, dass es Freitexteingaben gibt, wo eigentlich was drinstehen soll, aber es gibt keine Plausi, die das abfängt und dass es dann wirklich vorkommt, dass es dort keine Einträge gibt. Und hier kann ich hier schnell schon mal über die Felder drüber schauen, sind da Mussfelder dabei und dann ist natürlich die nächste Frage, warum fehlt da was? Zu den Wertelisten, ich kann mir die Wertelisten beliebig positionieren, also ich kann, wie gesagt, ich kann die hier andocken oder ineinander verschachteln oder unten andocken. Das heißt, ich kann mir das beliebig zusammenstellen und diese Struktur, die ich mir hier aufbaue, kann ich dann entsprechend hier unter Anfragen, da komme ich gleich noch zu, oder ich definiere mal gerade eine, festhalten. Und diese Struktur kann ich dann auch sofort wieder aufrufen, wenn ich damit arbeiten möchte. So, wie bewegen wir uns jetzt in den Daten? Das war die zweite Anforderung im Forschungsprojekt. Wenn jetzt eine beliebige Frage aufkommt, zum Beispiel, welche Hersteller bieten im Bereich Dieselkombi Schaltung 110 PS an, dann kann ich jetzt hier ganz einfach durch Doppelklick alle Kombis rausfiltern, nur die Diesel, die mit Schaltung und 110 PS. Wenn ich jetzt ins Feld in die Werteliste Hersteller gehe, sehe ich sofort, wir haben entsprechend nur diese 6 Hersteller, die Fahrzeuge in diesem Bereich anbieten. Wenn ich einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag mache, hebt sich das wieder auf. Ich kann auch zum Beispiel sagen, ich hätte gerne alle Kombi- und Stufenheck. Davon hätte ich gerne alle, die 100 und weniger PS haben. Mittelklasse möchte ich nicht sehen. Und zu guter Letzt vielleicht nur die, die eine serienmäßige Klimaanlage haben. Und der Kollege braucht davon eine Excel-Liste mit den entsprechenden Spalten, die ich gerade markiere. Drücke hier auf Excel und die 71 Datensätze, die ich jetzt rausgefiltert habe, werden nach Excel übertragen und ich kann dem Kollegen sofort die Liste zuschicken. Diese Listen, das ist dynamisch, das heißt, wenn ich jetzt hier auf ein weiteres, nur auf ein Modell einschränke, passt sich die Excel-Liste sofort an. Das heißt, was muss ich lernen? Ich kann direkt draufklicken, Doppelklick habe ich alle Datensätze zu Kombi, Doppelklick hebe ich wieder auf. Ich kann auch eine über die Werteliste gehen. Wenn ich hier zum Beispiel verschiedene Hersteller auswähle, kann ich mit Zoom-In, habe ich sofort alle Fahrzeuge, die diese 5 Hersteller anbieten, komme so wieder zurück. Oder ich habe sogar die Möglichkeit, oder Verknüpfungen zu machen. Ich hätte gerne jetzt zum Beispiel alle, die Stufenheck oder Automatik anbieten, Doppelklick, zeilenübergreifend markieren. Haben wir alle Fahrzeuge, in dem Falle 2106, also alle Fahrzeuge, die Automatik oder Stufenheck sind. So, mit dieser einfachen Technik kann ich jetzt jede Datenbank für mich sofort selektierbar machen. Wie können wir Daten importieren? Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich gehe mal direkt auf den Datenbankassistenten. Ich gehe hier auf eine Access-Datei, Stammdaten, bekomme hier die Tabellen in dieser Access-Datei angezeigt. Und ich bleibe jetzt erstmal bei einer Tabelle, lade die jetzt entsprechend hier rein. Das ist alles, was Sie tun müssen. Der Datenbestand ist nicht so groß und gehen die Übersicht. Und jetzt können wir alle draufschauen und verstehen, was hier drin steht. Also hier sieht man zum Beispiel vermutlich kein, hier ist überhaupt nichts. Also hier fehlt im Prinzip, ja, hier steht kein Eintrag drin. In dem Feld Titel, die meisten haben keinen Titel, ist keine Auffälligkeit, aber
Ich sehe zum Beispiel hier sofort, wir haben drei Konstellationen für Diplom-Ingenieur. Und diese Konstellation, die kann ich jetzt nicht nur sehen, sondern ich könnte sie auch hier händisch korrigieren und kann jetzt sauber mit den Daten im Serienbrief, also ich könnte jetzt wieder nach Excel übertragen und könnte dann im Serienbrief weiterarbeiten. Jetzt mache ich das mal rückgängig. Das heißt, bei einer Aktualisierung aus dem System habe ich die Datenkonstellation natürlich wieder, wenn ich sie nicht bereinigt habe im Standardsystem. Und jetzt kann ich mir aber zum Beispiel hier eine Regel bauen, und zwar über unseren Formel-Editor. Gehe in die Klassifizierung, bilde eine neue Klasse, übernehme diese drei Konstellationen jetzt in eine Wertemenge. Die haben wir jetzt hier. Und kann jetzt hier InfoSum mitgeben. Was er dafür setzen soll. Und jetzt haben wir sozusagen ein neues Feld gebaut. Wir haben die Schreibweise, die wir benötigen, und das Originalfeld, und habe hier schon mal die Möglichkeit, einem Kollegen mit diesen drei Spalten diese 23 Datensätze, die ich rausgefiltert habe, zu übergeben. Das heißt, ich habe die Kunden-ID, das Originalfeld und so, wie es sein soll. Das wäre jetzt agil, schnell schon mal eine Hilfe, dass es an der Stelle vielleicht im System bereinigt wird. Was wir auch können, ist das Thema Sonderzeichen. Wir haben hier ein CSV-File mit Belegen. Und das war immer eine riesen Herausforderung für unsere Consultants zum Beispiel in den Projekten, dass eben Sonderzeichen in den Daten vorkommen. Das kann eben zu Problemen führen. Und da wurde schon immer mal so eine Funktion eingefordert, dass man die transparent machen kann. Und hier in dem Fall habe ich die eingelesen. InfoSum erkennt 8021 Steuerzeichen. Und InfoSum rät bei einem CSV- und Textformat auch das Eingangsformat. Das heißt für mich eigentlich nur, dass diese Daten in den Feldern nicht einheitlich formatiert sind. Das ist auch wieder ein Hinweis für Datenqualität. Und ich kann diese Sonderzeichen jetzt sichtbar machen. Gehe die Übersicht und dann sieht man in der Region zum Beispiel, hier ist ein /n, also ein Zeilenumbruch. Und das hat folgende Auswirkungen. Wenn ich hier schnell mal die Menge auf die Region aufsummiere, da haben wir jetzt die entsprechenden Kennzahlen zu und nach Excel übertrage, dann führt das eben dazu, dass ich hier einen Zeilenumbruch habe. Ne? Und das sieht dann im Report nicht so schön aus. Diese kann ich aber suchen und ersetzen. Und jetzt sieht das in Excel auch so aus, wie ich das haben möchte. Übrigens, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Schmitz-Renate gehe, passt sich das entsprechend an und ich habe die Zahlen aktuell. Das ist das Thema dann Kennzahlen etc. Ja, wir können auch Datenquellen verjoinen. Also als innerhalb einer Datenbank mehrere Tabellen oder verschiedene Datenquellen. Das zeige ich jetzt hier mit der Nordwind. Wir haben Bestellungen und Kunden, zwei Tabellen. Und hier kann ich dann den entsprechenden Join ziehen. Ich könnte jetzt noch weitere Quellen dazu nehmen. Ich möchte jetzt in InfoSum dafür eine Attributgruppe pro Tabelle sehen, übernehmen die Daten. Und jetzt haben wir die Daten hier drin. Also für jede Tabelle haben wir jetzt hier so eine Attributgruppe, gehe in die Übersicht und Alleinstellungsmerkmal und schaue mir die Daten an. Und dieses Anschauen, wie gesagt, das geht eben mit InfoSum sehr schnell. Jetzt kann ich zum Beispiel meine Plausi durchführen. Ich habe hier Lieferdatum. Ich nehme den Zeitstempel mal weg. Ich verändere mal gerade das Format. Ich möchte das nicht plausibilisieren mit dem Versanddatum. Und jetzt ziehe ich mal Lieferdatum minus Versanddatum ab und habe die Differenz, um was zu plausibilisieren. Jetzt sieht man eben von negativen Tagen minus 23 bis positiven Tagen plus 41. Das heißt, ich brauche gar nicht inhaltlich wissen, worum es hier geht. Ich weiß nur, dass es nicht sein kann, dass das eine Datum vor dem anderen oder umgekehrt ist und hier eben definitiv auch ein Fehler vorliegt.
Ja, dann kann man zum Beispiel hier schnell erkennen, hier gibt es Datensätze, die keine Postleitzahl haben. Doppelklick hier drauf. Da baue ich jetzt schnell mal eine Prüfung drauf. Ich prüfe das Feld auf leer. Ja, also Postleitzahl gleich leer. Und jetzt sagt Info, hier die Bedingung trifft hier zu, ausgefüllter Kreis. Wenn ich hier rausgehe, nicht ausgefüllter Kreis, also die sind alle gepflegt. Und jetzt möchte ich ganz schnell eine Prüfung bauen. Und zwar hätte ich jetzt genau gerne die, die nicht gefüllt sind. Und davon hätte ich gerne die Kennung, Bestellnummer, Kundencode, liegen mir noch die Personalnummer, Empfängerstraße, Ort, ein kleiner Report. Den docke ich mir rechts an und halte das fest, PLZ leer. Und jetzt habe ich quasi schon so eine Regel, eine Prüfung gebaut, agil, setze alles zurück, kann die sofort ausführen und bekomme alle Datensätze, wo die PLZ leer ist. Das heißt, man kann ganz schnell solche Abfragen definieren, die ich hier agil und ad hoc festgestellt habe. Leider haben wir von der Zeit her, habe ich nicht die Möglichkeiten, jetzt so intensiv auf das Einzelne einzugehen. Wie gesagt, es gibt auf YouTube die Videos, es gibt die Testmöglichkeit und man kann mit Infosum sehr viel machen. Aber was man eben sehr schnell kann, man bekommt erstmal so einen Eindruck von den Daten. Ich zeige jetzt noch ein Beispiel, was die Stärken der Lösung verdeutlicht. Und zwar geht es hier um. Wir haben Belegdaten und das ist eine, hier geht es um eine Fastfood-Kette, Belegdaten, Anfrage kommt rein, ich brauche mal gerade eben eine bestimmte Kennzahl, was machen wir für einen Umsatz mit Pommes an einem Mittwoch in Düsseldorf? Ganz wichtig, ich kriege 2 Minuten Zeit, das sind aber 1,2 Millionen Belegpositionen und ich habe ein Datenqualitätsproblem. Ich habe ein Format, unterschiedliche Formate und Schreibweisen und soll die Kennzahl liefern. Das heißt, ich muss ja erstmal ein Profiling durchführen, um zu wissen, was hier nicht stimmt. Ich öffne die jetzt mal, komme jetzt quasi in diesen Assistenten, lade die Daten ein. Wir laden die Daten in Memory, die werden jetzt indexiert. Man sieht, was auf dem Beleg vorkommt. Wir haben hier eine Filiale, wir haben eine Uhrzeit, Belegdatum. Man sieht, man hat keinen Umsatz, man hat den Wochentag gar nicht. Also das muss ich mir jetzt auch noch erarbeiten in den 2 Minuten. Und das sind 1,2 Millionen Belegpositionen. Infosum rät bei einem Textformat, wie gesagt, was habe ich für ein Format vorliegen? Und wenn das Ausrufezeichen kommt, hier zum Beispiel stellt der Infosum fest, ich vermute mal, es hat das Format, aber ich weiß jetzt schon, da stimmt was nicht. Da haben wir die Daten, sind jetzt 1,2 Millionen gewesen. Ich gehe ins Belegdatum rein, sortiere das andersrum. Da haben wir jetzt zum Beispiel Faulen, das ist eine vierstellige Jahreszahl. Korrigiere ich gerade. Jetzt kann ich ihm das Datum zuordnen, wie er es nehmen soll. Dann haben wir die Filiale. Da sieht man hier Düsseldorf. Dafür brauche ich die Kennzahl. 1500 mal falsch geschrieben. Haben wir jetzt korrigiert. Und jetzt kommt man vielleicht ganz kurz noch zur Kennzahl. Aus Menge mal Einzelpreis bekomme ich den Umsatzpost. Kann das dann auch entsprechend noch formatieren. Auch mal gleich noch den Wochentag. Den bekomme ich aus dem Belegdatum. Datumsgruppe erstellen. Der zieht mir jetzt hier die ganzen Dimensionen, Zeitdimensionen raus. Und jetzt haben wir alles. Jetzt sehen Sie 1,2 Millionen Belegpositionen vor sich. Man kann sofort sehen, was hier drin vorkommt, welche Wochentage. Man sieht hier zum Beispiel, fehlt die Artikelbezeichnung. Aber hier möchte ich jetzt zum Beispiel den Gesamtumsatz haben. Also 2,897. Düsseldorf sozusagen, um das nochmal zu zeigen. Und da bin ich bei der Kennzahl. Ich habe Datenqualität, habe ich gesehen, habe ich korrigiert und kann ein valides Ergebnis liefern. Ja, man kann, ja, damit hat man die Möglichkeit eben schnell mit anderen auf so einer Datenbank zu hantieren, sich darüber zu unterhalten und diese Erstsituation von Daten miteinander zu besprechen. Ich habe die Möglichkeit, Teilausschnitte mir anzugucken. Alle anderen Felder inhaltlich verändern sich ja entsprechend der Selektion und damit kann ich alle Daten, also alle zugehörigen Felder zu der Selektion auch sofort plausibilisieren. Sie können dann eben diese Konstellation nicht nur finden, Sie können solche Abfragen schon mal vorbereiten. Das machen wir dann auch auf der agilen Ebene. Die könnte man dann auch schon über ein Batch laufen lassen. Und irgendwann stellt man fest, dass so eine Regel,
strategisch wird. Und dann wird diese Regel zum Beispiel in unserer Konstellation an IZDQ übergeben. Das ist die zweite Lösung, die in diesem Projekt, als wir uns kennengelernt haben, mit zum Einsatz kommt. Also wir sind auf der agilen Ebene. Fachabteilung hat die Möglichkeit, sofort schnell agil Daten sich zu betrachten, selber zu beurteilen, Datenkonstellationen zu finden, vielleicht solche Abfragen noch selber zu machen oder an die Stelle für IZDQ zu melden. Wir haben Auffälligkeiten gefunden, die möchten wir jetzt erstmal agil in Regeln bearbeiten. IZDQ ist eine Softwarelösung, mit der ich jetzt Regeln definieren kann, kann die Jobs zuordnen, die laufen dann entsprechend nachts und erzeugen Fehlerberichte, die man dann organisiert schon an Stellen bringen kann, um die Fehler zu korrigieren, und man bekommt ein Monitoring oben drüber, um zu erkennen, wie sich die Datenqualität in der Zeit entwickelt. Das heißt, das Ganze, diese Regeln werden indexiert. Man kann sagen, es ist eine wichtige Regel, also nicht so wichtig, das zeige ich jetzt. Also in dem System, ich gehe mal nur durch die entsprechenden Laschen. In dieser Übersicht sind mehr als wie viele Tabellen haben wir. Hier sieht man die Tabellen. Hier sieht man zum Beispiel die Tabelle DQ Auto und die kann ich mir jetzt ansehen. Dann kommt jetzt Infosum wieder zum Zuge und jetzt sieht man zum Beispiel hier Gesamtverbrauch, da hinten fehlt was, Doppelklick drauf, das darf nicht sein. Und jetzt baue ich eine Regel. Die hat er hier schon übersetzt. Und diese Regel sieht man jetzt hier. Jetzt kann ich den Namen geben. Und kann mir zum Beispiel einen Index mitgeben. Dies ist besonders wichtig in der Gewichtung oder nicht so wichtig. Das wird nachher in den Gesamtindex mit einbezogen. Man kann hier Schwellwerte definieren. Ich gehe jetzt aber nicht im Detail drauf ein. Die Regel ist jetzt quasi fertig. Und jetzt kann ich in Jobs gehen. Und jetzt sieht man hier die Regel, die ich gerade gebaut habe. Die kann ich übergeben in den Job und lasse den einfach mal laufen. Jetzt komme ich hier in Infosum wieder rein als Werkzeug und jetzt sehe ich zum Beispiel hier, wie viele Fehler man gefunden hat. Also hier sind 87% sauber, das sind die Fehler. Hier unten in der Regel, die ich gerade gebaut habe, sind 98,8% sauber. Das sind 15 Fehler, die sieht man hier hinten. Und aus diesem Regelwerk wird dann ein Index erzeugt, das wird jede Nacht gespeichert. Und dann kann man ein Monitoring dazu sich anschauen, das sieht dann wie folgt aus. Auch wieder ein Infosum auswertbar. Hier sieht man jetzt in dem Attribut zum Beispiel alle Regeln, die ich im IZDQ definiert habe. Man sieht den Gesamtindex. Also hier sind wir bei sehr gut gestartet. Und der wird hier immer schlechter in der Zeit. Und jetzt kann man zum Beispiel auf den Tabellenbereich einschränken. DQ-Kontakte zum Beispiel, also nur die Kontakte. Und dann sieht man, wie sich hier der Index entwickelt hat. Da in diesem, auf dieser Tabelle gibt es entsprechend diese Regeln. Und jetzt kann ich zum Beispiel auf Anrede leer gehen. Und dann sieht man, wie sich das Feld Anrede sozusagen in der Zeit entwickelt hat. Und wenn man dann an der Stelle erkennt, dass eine Regel strategisch ist, das heißt, das ist jetzt nicht ein agiles, eine agile Herausforderung, sondern es ist eine strategische Herausforderung. Das heißt, wir wollen das, was wir jetzt auf der agilen Ebene erkannt haben, zukünftig verhindern, indem wir das jetzt in die Prozesse bringen. Dann gibt es jetzt eben die Möglichkeit, eine solche Regel aus IZDQ an Omikron zu übergeben. Genauso läuft das in diesem Projekt. Das heißt, agile Ebene, wir kommunizieren über Daten, wir stellen die Konstellation fest, wir reden über diese Konstellation. Wir können jetzt festhalten, auch auf der agilen Ebene in IZDQ schon mal, was wollen wir prüfen, nämlich sofort. Das kann ich sofort laufen lassen, das funktioniert auch sofort. Und wenn ich dann eben feststelle, das ist eine strategische Ausrichtung, dann übergebe ich jetzt diese Regel an Omikron und dort wird sie dann in das System übernommen und zukünftig wird, also deswegen in die Zukunft ausgerichtet, wird das entsprechend optimiert und verhindert. Und an der Stelle würde ich jetzt an den Herrn Etter übergeben. Super, vielen Dank für diese tolle Einführung. Genau, ich übernehme mal den Bildschirm. Perfekt. Ja, in diesem Rahmen haben wir uns natürlich zu
Gedanken gemacht, wie wir diesen Arbeitskreis Profiling, Omikron, Human IT, dieser Übergang von Vergangenheit, Betrachtung, was ist in den Daten drin, was kann ich an Schlussfolgerungen und an Regeln aus diesen Daten ziehen, wie kann ich das in den Prozess hineinbringen, wie kann ich das in die Zukunft sozusagen transportieren und Fehler vermeiden, bevor sie entstehen, beziehungsweise während sie entstehen und so vermeiden, dass ich hinterher tatsächlich in dieser Vergangenheitsbetrachtung weniger Auffälligkeiten habe. Und da haben wir uns einen Arbeitskreis definiert. Das heißt, wir haben hier verschiedene Elemente, die hier zusammen ein rundes Gesamtes geben, nämlich auf der einen Seite natürlich das, was wir gerade gesehen haben, nämlich dieses Profiling, das insbesondere für Planung, Dekumetriken, Prozesse einen hohen Mehrwert an Erkenntnissen und Informationen im Vorfeld bringt, aber auch sehr schnelle Ad-hoc-Analysen ermöglicht. Und natürlich das, was wir zuletzt gesehen haben, da knüpfe ich dann mit der Demo sozusagen dann auch an. Das Thema Regelerstellung im ICDQ, Analyse, Visualisierung von Beständen und dann eine schnelle Umsetzung von Geschäftsregeln, damit ich einfach und schnell in der Zukunft reagieren kann und direkt sozusagen am Dateneintrag ansetzen kann. Und man sieht unten entsprechend schon in diesem schönen Weinrot den Data Quality Server, der eben genau an diese Prozesse angebunden ist. Das heißt, das ist ja die Plattform für DQ-Prozesse, eben ganz die Standards, die man letztendlich in den einzelnen Systemen braucht. Es gibt sehr, sehr viele Integrationen für den DQ-Server natürlich auch direkt in Endsysteme rein. Das heißt, ein SAP ERP kann ich anbinden, Navision, Dynamics CRM und so weiter gibt es schon fertige Module, wo ich diese Datenqualitätsprozesse bereits in das System einbetten kann und dann während der Erfassung von Daten bereits Prüfungen vornehmen kann und auch Qualitätsverbesserung vornehmen kann. Und jetzt haben wir gesagt, wie können wir diese beiden Welten verheiraten? Was ist da dieser spannende Punkt? Wie bringe ich diese Vergangenheit in die Zukunft? Und das geht über diese Regeln. Das heißt, in dem DQ-Server Basismodul InfoZoom gibt es dann entsprechend eine Integration für die Regeln. Das heißt, ich kann direkt auf dem DQ-Server diese Regeln übernehmen für verschiedene Themenbereiche, für verschiedene Entitäten, wie beispielsweise Lieferanten oder Kunden oder eben auch Produktdaten, Materialdaten und kann diese Regeln dort übernehmen. Und gleichzeitig ist der DQ-Server, der ja in den Prozessen drin sitzt und auch bereits Indizes und Informationen bereits bei sich vorlagert, natürlich auch eine sehr gute Quelle für meine Standardelemente, meine Standardstammdaten wie Lieferanten, Kunden und so weiter. Und diese Verheiratung haben wir praktisch hier kombiniert und ich kann mir dann, das ist zu einem sehr späteren Zeitpunkt noch geplant, kann mir auch direkt im DQ-Server dann später mit einer InfoZoom-Ansicht einen Überblick über meine Stammdaten machen. Gut, wir haben, wenn wir das ein Stück weit uns anschauen, gibt es also dieses Thema interaktive Ad-Hoc-Datenqualität beziehungsweise Profiling, Analyse etc. und Datenqualität im Prozess und Wo haben wir da sozusagen unsere verschiedenen Stärken im System? Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich mit ICDQ, mit InfoZoom die Möglichkeit, eben sofortige Analysen zu machen von Datenbeständen. Ich schaue sie mir an, ich kann direkt reinschauen, ich kann mir die Optik anzeigen, haben wir gerade gesehen. Sehmängelmuster kann entsprechend auch individuelle Problemlösungen schnell anwenden. Und dann auch Auswertungen machen. Und mit DQ-Server, mit den Prozessintegrationen habe ich natürlich diese Überprüfung so früh wie möglich im Prozess, habe ich auch die Möglichkeit, eine einheitliche Definition für die Qualität von Stammdaten zu machen und natürlich auch mich direkt in Systemprozesse zu integrieren. Der DQ-Server hat natürlich hat Standardschnittstellen, mit denen man sich dort anbinden kann, auch wenn Sie ein System haben, wo noch kein fertiger Connector da ist, kann man das auch recht einfach über Web-Services, REST-Services anbinden und so eine Integration geht dann relativ zügig. Dafür haben wir dann im Prinzip damit diese Brücke geschaffen, wenn wir diese Schnittmenge uns angucken zwischen der Datenqualität im Prozess und dem Profiling und der Analyse, dann haben wir da dieses Mittel, die Vergangenheitsbetrachtung in Form von Regeln in die Zukunft zu nehmen und zu verhindern, dass neue Punkte entstehen. So, und dann schalte ich doch tatsächlich gleich schon mal
zu dem Beispiel um. Wir sehen hier, ich fange tatsächlich beim ICTQ an und wir nehmen mal ein kleines Beispiel, die ich hier schon vorbereitet habe. Nehmen wir mal an, wir haben eine Lieferantentabelle, die jetzt praktisch vom DQ-Server schon mit Informationen vorversorgt ist und entsprechend auch weitergeleitet ist. Und die kann ich hier direkt nehmen sozusagen. Ich habe jetzt vielleicht den fiktiven Fall, wir haben Lieferanten beispielsweise aus Russland bekommen und wir dürfen eigentlich das nur mit der lokalen Gesellschaft haben, dass wir im Prinzip nur die russische Niederlassung darf dann auch russische Lieferanten haben beispielsweise, dann kriege ich das relativ schnell raus. Habe ich das Problem? Ich kann mir nämlich hier dieses Country-Feld recht einfach anschauen. Man sieht das auch hier, dass man sich dort etwas selektieren kann. Und jetzt nehmen wir doch einfach mal die Daten aus Russland und selektieren die mal 10-mal, haben wir es drin, also ist nicht so oft passiert bis jetzt in der Vergangenheit, ist eben eine neue Regel. Und das heißt, da kann ich jetzt recht einfach sagen, erstell mir bitte eine Regel für Russland und selektiere mir diese Daten. Und hier kann ich jetzt sagen, ja, es ist okay, wenn es nicht Russland ist. Das heißt, ich muss eine kleine Negierung machen an dieser Stelle. Und kann dann im Prinzip definieren, wie diese Regel heißt. Beispielsweise eben Lieferant in Russland beispielsweise und habe dann die Möglichkeit, diese Regel zu hinterlegen. Jetzt habe ich hier in diesen Optionen, und das ist auch das, wo hier sehr spannend ist, Sie können hier vollständig diese Definition machen, habe ich die Möglichkeit, hier auch nochmal zu bestimmen, in welche von drei Prozessen, wir haben jetzt hier drei Standardprozesse hinterlegt, soll diese Regel gelten. Es gibt natürlich Dialogprozesse, das ist eben das, was passiert, wenn Sie in einem CRM direkt eine Anlage machen. Das heißt, Sie können hier sagen, dieser Fall soll immer dann kommen, wenn Sie einen Dialogprozess haben und dann soll diese Regel beachtet werden. Ich kann mir aber auch Batch-Prozesse machen, kann also für den Hintergrundprozess eine Regel definieren oder ich kann sie auch für beispielsweise Migrationsprozesse hinterlegen und über diese Flex steuere ich dann sehr einfach, wie weit reicht denn meine Regel und wo muss diese Regel abgelegt werden. Und genauso auf dieser Seite des DQ-Servers würde das dann so aussehen, dass wir, schalte ich mal kurz die Applikation um, hier in diesen Workflows, DQ-Server steuert ja Datenqualitätsprozesse über Workflows, sehen können, dass wir hier diesen Regelsatz prüfen. Über die Tabelle, nämlich wir wissen, wir haben das jetzt eine Regel bekommen für die Lieferanten, nämlich die für das Land Russland und haben dann entsprechend auch die Information bekommen, dass es ein Dialogprozess drin sein soll. Und jetzt kann dieser Workflow, der auch von außen von den externen Systemen aufgerufen wird, direkt verproben, sind diese neuen Daten, die jetzt geliefert werden, die beispielsweise jetzt aktualisiert werden oder die im Prinzip gerade in der Eingabeprüfung beim Lieferant gerade eingetippt werden, sind die in Ordnung? Und da habe ich mal Beispiele vorbereitet, die führe ich mal direkt hintereinander aus. Sieht auch geschwindigkeitstechnisch ist das in faktisch Nullzeit. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite, ein Datensatz, der ist okay, der hat hier einen Q-Check passed. Das heißt, wir wissen genau, alle Regeln, die wir hinterlegt haben, haben funktioniert. Das heißt, dieser Datensatz ist völlig qualitativ okay, der kann angelegt werden und wird im System dann direkt gespeichert. Und hier habe ich jetzt einen Fall, wo ich zum Beispiel den Ort weggelassen habe. Ich habe im ICTQ eine zweite Regel noch hinterlegt, die sagt, wenn CT1 leer ist, dann gib bitte da auch nochmal ein Hinweis, das kann aber genauso sein, dass wir dort Platzhalter abprüfen wie Punkte oder Ähnliches, die oft gern genutzt werden, um solche Mussfelddefinitionen zu umlaufen. Und da haben wir dann gesehen, okay, da gibt es eine Regel, die fehlgeschlagen ist. Und hier bei diesem dritten Fall, das ist nämlich IKEA in Russland, falls Sie es erkannt haben, sieht sehr ähnlich aus, haben wir im Prinzip einen Lieferanten aus Russland, der jetzt auch nicht geliefert, beliefert werden soll. Und jetzt können wir uns, und das wäre das, die Sie dann im CRM, im ERP oder sonst irgendwas dann sehen, zu diesem einzelnen Datensatz, können wir natürlich auch sehen, welche Regeln sind schiefgelaufen. Ja, das heißt, wir haben auf der Stelle, auf der Seite, wo der Ortsname leer ist, wissen wir, die wurden geprüft, die Regeln. Das heißt, Lieferant Russland, das wurde passt, also das ist in Ordnung, da ist kein Problem, das ist nicht Russland als Land hinterlegt. Und hier bei der Ortseingabe haben wir allerdings gemerkt, okay, Ortsangabe muss gefüllt sein. Ich kriege in der Beschreibung auch gleich einen Hinweis. Was genau muss ich denn eigentlich machen? Warum ist denn die Regel fehlgeschlagen und was muss ich machen?
Und das ist hier dann auch hinterlegt und das zeige ich dann letztendlich in meiner Applikation direkt an bei der Anlage. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier direkt diesen Fehler von vornherein zu vermeiden. Bei Moskau wäre es jetzt nämlich genau umgedreht. Das heißt, da hätten wir eben genau diesen Fall. Die Beschreibung ist entsprechend hier, dass wir den Kunden in Russland, die können nur von der lokalen Gesellschaft als Lieferant gewählt werden. Deshalb ist es hier fehlgeschlagen, weil ich das vielleicht von der deutschen Niederlassung aus geprüft habe. Und die Ortsangabe ist allerdings okay. Das heißt, das muss ich nicht anzeigen und da muss ich auch nichts tun. Und so kriegen wir Regeln als relativ einfachen Übergang. Sie müssen hier in dem Prozess selber gar nichts ändern, sondern Sie analysieren die Daten im IZDQ. Sie legen hier die Regeln an, haben die hier entsprechend in dieser Regelliste gepflegt. Und haben dann eben die Möglichkeit, die ohne Aufwand werden die automatisch in den Prozess transportiert, nur mit einem einfachen Mausklick, indem Sie eben hier innerhalb dieser Regeln die Flex entsprechend aktivieren. Das war der kurze Exkurs in den Prozess. Und wie gesagt, genau das sieht man natürlich dann auch in den jeweiligen Endsystemen. Das heißt, im CM gibt es dort eine Darstellung dann, die dann sagt, eine Regel ist fehlgeschlagen und dasselbe genauso beispielsweise für SAP oder andere Systeme denkbar und möglich. Gut. Dann würde ich mal ganz kurz wieder zurückgehen zur. Das war die Live-Präsentation. Wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Sie sehen also hier. Es ist nochmal mit drin. Und dann sind wir auch mit den Themen durch. Insofern vielen Dank. Und wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, dann schalte ich mich hier jetzt mal wieder rein. Und erstmal vielen herzlichen Dank an euch beiden, Andreas und Thorsten. Thorsten, du hast gerade die Präsentation zugemacht. Ja, da ist er wieder. Und genau, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Für mich ist diese fast jetzt schon eine Stunde tatsächlich wie im Flug vergangen. Ich fand es extrem spannend. Und wir wären jetzt quasi bei dem Punkt, wo es um die Fragen geht von Ihrer Seite. Ich habe jetzt zwei kleine Fragen noch, die ich hier direkt weiterstellen möchte. Die erste Frage, natürlich ganz wichtig, ist das so, wie es hier vorgestellt worden ist, also die Zusammenarbeit zwischen IZDQ und Data Quality Server, ist das jetzt schon direkt verfügbar und möglich? Und wenn nicht, was ist da so der Zeitplan, ab wann das möglich sein wird? Also von unserer Seite natürlich, das, was wir heute gezeigt haben, ist alles so verfügbar. Es gibt eine geplante Erweiterung, die hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, dass man eben innerhalb des Management-Tools, innerhalb des DQ-Servers auch diese Sicht ähnlich IZDQ damit anzeigen kann. Das ist dann für die kommende Version geplant, das zu integrieren. Das wird die Version 2.22 sein. Und da haben wir dann die Möglichkeit, auch direkt diese Anzeige zu übernehmen. Ansonsten das, was wir heute gezeigt haben, vor allem Umfang, ist schon so verfügbar. Okay. Genau, und an der Stelle noch ergänzend, der Part InfoZoom, wer zum Beispiel so ein Profiling mal ausprobieren möchte als einen Baustein, wie gesagt, der kann bei uns bei der Human IT eine Testversion beantragen. Die ist erstmal für 4 Wochen voll funktional. Das heißt, man kann beliebige Datenbanken sich da schnell mal importieren, sich ein Bild machen und selbst mal, weil das erst mit dem Klicken kriegt man ein Gefühl dafür und dann sieht man auch und erkennt auch, wie schnell man zu Ergebnissen kommt, wie einfach das ist. Also wie gesagt, da gibt es eine Testmöglichkeit und da auch nochmal auf YouTube, da können Sie sich noch ein paar Tipps holen. Okay. Und dann haben wir noch eine zweite Frage. Und zwar ist die, bei uns sind mehrere Systeme an den Data Quality Server angebunden. Und kann ich dann die kombinierten Daten aus allen Systemen in einem Aufwasch analysieren? Das ist dann möglich, wenn man eben die Daten auch als DQ-Server kann ja auch entsprechend Daten bereitstellen und zusammenführen. Beispielsweise in einem Lean MDM-Kontext, das heißt, in dem eben zentraler Masterbestand sogar schon zusammengeführt wird. Das heißt, man kann auch Analysen bereits auf aufbereitete Daten machen und das wäre dann beispielsweise eben so eine zusammengeführte Datenbank. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir haben zwar noch jetzt 5 Minuten, aber ich glaube, wir hatten jetzt jede Menge Informationen bekommen von euch beiden, die
auf jeden Fall einiges zum Verarbeiten sind. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Liebe Zuschauer, Sie sehen jetzt gerade noch die Kontaktdaten, sowohl für den Andreas Brüggentiess für InfoZoom und für den Thorsten Etter für Omicron Data Solutions nochmal eingeblendet. Das heißt, da können Sie sich natürlich jederzeit mit direkten Fragen auch nochmal hinwenden. Und Sie haben jetzt auch noch die Möglichkeit, ich lasse das Webinar noch ein paar Minuten offen, sich einfach dann nochmal in die Fragenfunktion was reinzuschreiben. Diese Fragen werden auch gesammelt und alles, was da noch übrig ist, werden wir dann auch entsprechend mit unserem kleinen Infopaket oder eben direkt mit Ihnen im Dialog dann auch klären, sodass keine Fragen offen bleiben. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich beim Andreas Brüggentiess für die wirklich spannende Demo und für die sehr, sehr interessanten Erläuterungen. Und natürlich auch beim Thorsten Etter für die Demo und für die Gestaltung des Webinars. Und dann sage ich vielen herzlichen Dank an alle Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und hoffe, wir sehen uns vielleicht oder hören uns bei nächster Gelegenheit bei einem nächsten Webinar wieder. Wie gesagt, nutzen Sie fleißig noch die Fragenfunktion, nutzen Sie fleißig die Kontaktmöglichkeiten, die wir Ihnen anbieten. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.